Chicago. Was gibt es auf einem Hof voller Tiere im absoluten Überfluss? Hm? Richtig, Tierkacke. Und deswegen kümmern wir uns jetzt um ein wundervolles Rätsel rund um die Kacke-Kombi. Vor uns liegen ein paar Bilder mit Tiercode und wir müssen die richtigen Paare finden. Ganz nebenbei können wir auch mal raten, was so aus welchem Tier gekommen ist. Lasst uns loslegen. Los geht's. Alle umdrehen. Oh, schau mal. Glänzt ziemlich. Boah. Oh, ein Hasi. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt? Schnick, schnack, schnuck. Ah, ich darf anfangen. Okay. Ich glaube, dass das für das allererste ein ganz einfaches Spiel ist, weil guckt euch mal die Regenbogenkacke an. Riecht bestimmt richtig lecker. Mmh. Ah. Gebrannte Mandeln. Obwohl die ja aussieht wie gebrannte Mandeln. Hä? Aber guck mal, liegt schon direkt richtig eigentlich. Das muss doch hier zu dem Einhorn gehören. Richtig oder falsch? Ich würde sagen, richtig. Das heißt, ein Punkt für mich. Sehr gut. Dann machen wir weiter mit dem Hasen. Ein kleines Tierchen macht auch kleine Häufchen, kleine Bälle. Kleine Köttel. Nicht verwechseln, ne, mit dem Frühstück, was man morgens auch in die Schüssel machen kann. Gehört zusammen, oder? Sind wir uns einig? Yay! Sehr gut, mein erster Punkt. 1:1 steht's jetzt und dann geht's für mich weiter. Ich finde das gar nicht so einfach. Wir haben hier Schafe, Esel und eine Kuh. Sehr, sehr niedlich. Hier eher breiig von der Konsistenz. Eher breiig, eher ein Fladen. Könnte natürlich auch ein Burger Patty sein. Könnte auch. Ist das ein Burger Patty? Man sagt ja auch Kuhfladen. Und deswegen, schlau wie ich bin, meine ich, dass das hier zusammengehört. Ist das richtig? Yeah! Applaus für dich, Marco. Dankeschön. Du bist so schlau. Dankeschön. 2:1, du bist dran. Jetzt haben wir zum Schluss zwei Häufchen, die irgendwie ein bisschen ähnlich aussehen, würde ich sagen. Glänzt ein bisschen mehr, ist vielleicht ein bisschen Lack drüber. Ich finde ja, das ist extrem feucht und das trocken, sieht aber ähnlich aus. Wenn man hier Wasser drüber kippt, dann sieht das doch genauso aus. War jetzt keine Hilfe, ne? Egal. Du kriegst jetzt 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Okay, die beiden gehören zusammen. Oder? Oh. Nein, da war das doch richtig, was ich vorhin gedacht habe. Ach Mann. Was ein Kackspiel. Ganz ehrlich, Vanessa, ich hätte, glaube ich, genauso entschieden, weil ich absolut gar keine Ahnung habe. Und deswegen finde ich, dass wir den Punkt aufteilen können. Ah, gute Idee. Sehr gut. So, Zeit für die Auswertung, Leute. Wir haben hier einen Esel mit dieser Kacke hier. Ein Punkt für mich. Wir haben die Kuh mit dem Kuhfladen. 2. Punkt für mich. Und wir haben das Einhorn mit lecker nach Süßigkeiten riechender Regenbogenkacke. 3. Punkt. So, gucken wir mal hier. Wir haben ein Häschen mit diesen kleinen süßen Kackebällchen. Wir haben die Schafe mit dieser Kacki. Das heißt 2 Punkte für mich, 3 Punkte für dich. Du hast gewonnen! Ja! Jetzt bin ich der König der Kacke. Kacko! Willkommen zur großen Togo Team Challenge. Das Schöne am Sommer ist ja, dass man draußen so viel Platz hat. Ja, und wir hatten Lust auf Dosenwerfen. Aber uns ist Dosenwerfen viel zu klein und viel zu langweilig. Und wir wären nicht Togo, wenn es nicht Dosenwerfen auch in XXL geben würde. Und deswegen heißt es bei uns auch nicht Dosenwerfen. Sondern, kommt mal mit, XXL Eimer werfen. Im Prinzip funktioniert es wie beim richtigen Dosenwerfen, nur halt alles ein bisschen größer. Die Eimer gilt es umzuhauen. Und weil hier gleich große Dinge durch die Gegend fliegen, sind wir auch auf einer Landebahn. Und wie soll man eigentlich so große Bälle durch die Gegend schleudern? Natürlich mit den besten Schleudern, die es gibt. Und das sind wir. Jeder hat 3 Bälle und 3 Versuche. Wir treten gegeneinander an. Ich würde sagen, los geht's. Fang bitte an. Okay. Das hast du natürlich clever gemacht. Du hast dir die Schoner daran gebaut, damit du viel besser und sicherer schießen kannst. Okay, einmal oben, einmal unten, das war gar nicht schlecht.
Ja, immerhin. Immerhin. Aber die Mitte steht. Komm, wir bauen auf und dann bist du dran. Vorbereitung ist alles. Werden wir gleich sehen. Guck zu und lerne. Nicht schlecht. Ich würde sagen, Simon hat gewonnen. Die große XXL-Challenge hat einen Gewinner. Und ich muss sagen, es ist sehr eindeutig geworden. Ja. Der große Gewinner ist Simon. Hier ist der Preis, dieser wundervolle Ball. Oh. Hey, lass dich feiern. Prima gemacht. Tago. Zeit für unsere Togo-Challenge. Oder auch, uns ist voll heiß, wir brauchen eine Abkühlung und wir machen eine Schwammschlacht. Ja, und die funktioniert so. Wir haben beide 5 Ballons, 5 Leben sozusagen und Eimer mit Schwämmen. Und mit denen versuchen wir, die Ballons abzuwerfen. Wer am Ende keine Ballons mehr hat, hat verloren. Los! Das war ins Gesicht! Oh, Entschuldigung! Ah! Du musst da! Nein! Du darfst nicht die Arme davor machen! Du darfst! Mach die Arme hoch! Auf einmal! Wie viele Luftballons hast du noch? Keine. Wie viele Luftballons hast du noch? Warte, ich hab noch. Hey, das war ein Ablenkungsmanöver! Ja! Dafür, aua! Oh, ich hab die Fahne umgeschmissen. Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Du warst auch gut. Ja, du, ich bin ja 2. Platz geworden. Kriege ich da auch einen Preis? Hey, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich finde, das ist richtig gut gemacht. Du kannst den haben, okay? Danke. Obwohl, wobei, jetzt hast du ja einen Ballon. Nein! Halt, stopp, warte! Tago! Hey Leute, wir sind hier im Irland, der Bauernhof-Erlebnis-Oase. Und es ist mal wieder Zeit für unsere Togo-Wochen-Challenge. Diesmal geht's ums Lippenlesen. Das bedeutet, Marc hört laut Musik, ich werde ihm verschiedene Begriffe nennen und er muss sie von meinen Lippen ablesen. Nicht wahr, Marc? Marc? Marc! Togo ist am Meer! Ja, genau. Okay, es geht los, Marc. Ah ja, geht los. Ja, ja, okay, komm. Wasserbombe. Fassenbrunnen. Hä? Nein. Wasserbombe. Fratzenpumpe. Keine Ahnung. Wasserbombe. Ach so. Oh Mann. Nein, hab ich nicht hinbekommen. Okay. Okay, nächstes. Erfrischungsgetränk. Maria, ich hab keine Ahnung. Lass dich. Erfrischungsgetränk. Versicherungsagent. Was ist es denn? Ich krieg das nicht hin. Erfrischungsgetränk. Erfrischungsgetränk? Okay, warte. Das nächste jetzt. Moment. Und weiter. Okay, eine Chance hast du noch. Spaghetti-Eis. Ja. Mach noch einmal. Spaghetti-Eis. Spargelfleisch. Langsam.
Spaghetti. Ja. Spaghetti-Zeit. Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis. Ja! Yeah! Nicht schlecht. Das bedeutet, also eigentlich hast du nur eins richtig. Aber es war gut. Komm, ja. Jetzt okay, bin ich. Du bist dran. Ja. Okay. Bereit? Ja. Lichtschutzfaktor. Wie bei der Sonnencreme. Lichtschutzfaktor. Wicht? Hm? Irgendwas mit Wicht? Nein, nicht Wicht. Licht. Licht. Schutz. Licht. Richtig. Licht. Schutz. Schutz. Lichtschutz. Ja. Faktor. Oh, Lichtschutzfaktor. Richtig. Sehr, sehr gut. Das zweite. Arschbombe. Arschbombe. Ah, Wasser. Arsch! Wir haben aber gesagt, nur Deutsch, ne? Arschbombe! Arschbombe! Pommes rot-weiß. Oma! Oma! Pommes rot! Oma! Rot-weiß! Pommes-Eis! Pommes ist. Pommes-Eis! Pommes-Eis! Das wäre ein gutes Eis! Pommes-Eis! Nee, ich. Komm, egal. Was? Pommes rot-weiß. Rot-weiß. Bin ich nicht drauf gekommen. Du hast eh 2 Punkte. Du hast gewonnen. Ich habe 1, du hast 2. Herzlichen Glückwunsch. Aber sehr coole Challenge, mega oder? Mega cool. Richtig Spaß hey, gemacht. Hey, weißt du was? Ich habe so Lust jetzt auf Pommes rot-weiß. Ich auch. Holen wir uns. Ja! Tago! Nein, das ist nicht der neueste Mützentrend. Wir feiern weiter unsere unnötig komplizierte Party. Und was wäre denn besser geeignet als total unnötig komplizierte Golfschläger? Also, wir sind halt die Golfschläger. Und ganz ehrlich, es gibt doch kein besseres Partyspiel als Strumpfmützen-Golf. Und das funktioniert so. Wir versuchen mit unseren Strumpfmützen-Golfschlägern so einen Golfball da hinten ins Loch zu befördern. Und mein Golfball ist auf jeden Fall der orange. Okay, dann nehme ich den gelben. Okay. Ja. Und ich würde sagen, wir wechseln uns nach jedem erfolgreichen Schlag ab. Okay. Aber Vorsicht, es gibt Hindernisse auf der Strecke, die muss man umrunden. Okay, dann würde ich sagen, du beginnst. Okay. Wir machen uns auf die Socken. Los! Ah, so knapp. Hey, der war so knapp daneben. Okay, konzentrier dich. Ja! Ja, oh! So, jetzt hast du einmal da vorbei, einmal da vorbei. Jetzt die Mitte. Jetzt schaffe ich's. Ja! Ja! Das ist sogar die richtige Richtung, siehst du es? Ja. Hier so vorbei. Ja, ich sehe das schon. Ja, nicht schlecht. Okay, erst noch mal auspendeln lassen. Hör auf! Yes! Ich habe überlegt, vielleicht kann man das auch so machen, weißt du? Oh, das ist eine gute Idee. Die Affenschaukel. Hey, das funktioniert. Okay, das mache ich dir jetzt nach. Halt nicht weit. Okay, dann probiere ich das jetzt auch mal. Rückwärts! Und aber wieder vorwärts! Doppeltreffer! Hey, das war super! Das waren unsere besten Schläge bisher. Richtig gut! Guck mal, jetzt ist es nicht mehr weit. Yes. Der geht rein. Wow, so oh nein! Das gibt's doch nicht! Warum ist da dieser Berg am Ende? Okay. So. Go! Ja, der war gut! Aber ich, danke. Aber hey, jetzt schauen wir mal, was bei dir rauskommt. Also, okay. Achtung! Oh, ist das spannend. Und du bist wirklich richtig super und das war ein faires Spiel. Vielen Dank. Du hast auf jeden Fall. Hey Maria, wenn wir das nächste Mal spielen, dann nehmen wir doppelt so lange Strümpfe und kleinere Bälle. Das machen wir. Okay, auf geht's, komm. Tago!
fahren jetzt hier einen Parcours mit unseren fetten Karren. Richtig gut. Da geht es einmal da hinten lang. Und wir müssen versuchen, ans Ziel zu kommen. Und es geht ja jetzt nur mit Teamarbeit. Denn ihr seht ja, ne, der Flo, der kann ja nicht. Der kann ja nichts sehen. Und ich kann ja nichts hören. Also. Pia! Steuer mich nicht in einen Baum, okay? Ich vertraue dir. Was? Ich vertraue dir. Was geht jetzt los? Alles ja. Klar. Gut. Bist du bereit? Was? Bist du bereit? Gibt's jetzt was breit? Ob wir losfahren können? Ach so, ja. Okay. Ja. Gut. 3, 2, 1, los. Okay. Links, 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 links. Links, links, links und dann geradeaus. Links, nochmal ein bisschen links, geradeaus. Ja, und links, links, scharf links, scharf links und dann scharf rechts. Scharf rechts und dann wieder links. Ein bisschen weiterfahren. Und jetzt rechts. Rechts. Super machst du das. Rechts, rechts. Und dann links, scharf links. Nein, noch nicht. Du musst mir die richtige Richtung sagen! Die richtige Richtung! Du musst rückwärts fahren! Du musst. Und stopp! Und jetzt ein bisschen rechts das Lenkrad einschlagen. Okay, hab ich! Und dann jetzt fahr los! Links und wieder ein bisschen rechts, 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 rechts! Geradeaus! Ja, super! Ja, links, links, links! Bär. Links! Weiter, weiter, links, links! Es klappt! Links, weiter! Links, ein bisschen gerade halten. Ja, ein bisschen rechts einschlagen. Rechts, rechts und dann wieder links, halb links. Und jetzt Gas geben, Gas, 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 Gas! Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Hallo! Ja! Hey, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Das, du hast es sehr gut gemacht. Oh, ehrlich gesagt, mir ist ein bisschen schlecht, aber es hat sich ja gelohnt. Weil wir kriegen die goldene Krone! Oh, yeah. Richtig gut, richtig gut. Mega, das war so cool. Das hat so mega Spaß gemacht. Ich wollte den schon so lange haben. Diese Krone. Ja. Darf ich die mal aufsetzen jetzt? Ja, klar, mach das. Hey Leute, das war's mit unserer Team-Challenge. Mach's gut und bis dann. Bis dann. Das ist richtig gut. Ja, du auch. Togo! Willkommen beim Togo Schmeckcheck. Simon da hinten muss mit verbundenen Augen herausfinden, was ich in diese sommerliche Erfrischung gemixt habe. Hier ist Banane drin, Sauerkirsche, Johannisbeere, Apfel und zwei geheime Zutaten. Chili, mach noch ein bisschen was rein. So. Und Rucola. So. Mal gucken, ob er es erraten kann. So, Simon. Dein Smoothie ist fertig. Nicht vergessen, du musst 3 Zutaten richtig haben und eine der speziellen Zutaten. Ach, das ist doch leicht, das kriege ich sofort hin. Oh, ist das scharf! Mmh. Chili. Es ist richtig, sehr gut. Oh. Eine Spezialzutat hast du schon. Jetzt muss ich noch mal, ne? Ist ja wieder Chili dabei, ne? Was ist denn dieses faserige Ding da drin? Irgendwas ist da so was Längliches, wie so ein Faden. Ich mach den Blubbertest. Sagt einiges. Also es ist auf jeden Fall ziemlich dickflüssig. Das hört man, das schmeckt man kriegt das nicht durch den Strohhalm gezogen. Dann würde ich sagen, Zutat 1, es gibt nichts Dickflüssigeres als Banane. Rasen habe ich gerade drauf rumgekaut, das schmeckt genauso, als wenn ich beim Fußball hinfalle. Dann ist da Mango noch drin und Erdbeeren. Ja, du hast auf jeden Fall schon mal recht mit Banane. Ah, guck mal, siehst du? Der Rest war leider nicht richtig. Bitte? Aber du warst mit Banane und Chili ganz okay. So, jetzt hat Maria die Brille auf. Das heißt, ich mixe, sie rät. Und meine Zutaten? Banane. Ananas. Kokos und Ingwer und Frühlingszwiebeln.
Guck mal hier. Ah, ich hab dir was Schönes mitgebracht. Bitte schön. Okay, ich bin gespannt. Und? Boah, schmeckt total nach Leberwurst. Du machst mich stolz. Ganz wichtige Nachfrage, grob oder feine Leberwurst? Eher feine Leberwurst. Ja, feine? Ja. Nein. Boah, warte. Und, wird besser? Schmeckt nicht gut. Jetzt weißt du, warum ich kein Koch geworden bin. Genau, immer noch mal trinken. Lauchzwiebeln oder Lauch? Ich nenn's mal Frühlingszwiebel. Ja. Richtig! Nummer eins. Und ich habe jetzt mal überlegt, nach welcher Farbe das denn schmeckt. Ich glaube. Würde ich nicht machen. Das schmeckt nach Grün. Okay, jetzt warte mal, was ist denn alles grün? Vielleicht Mango? Ich hasse Mango. Unfassbar. Was? Und deswegen schmecke ich das auch raus, Simon. Und du weißt, dass ich weiß, dass du Mango hast. Und wer hat's reingetan? Ich, das ist richtig. Du bist so gemein. Ja. Banane auch? Du bist richtig gut, das ist richtig. Ja? Damit hast du schon drei. Dann fass noch mal zusammen, was ist deiner Meinung nach da drin? Also ich glaube, hier drin ist auf jeden Fall Banane, Mango, außerdem ein bisschen Frühlingszwiebel und Kokosnuss. Das sind drei Zutaten plus eine Spezialzutat. Maria, du hast gewonnen! Das sieht überhaupt nicht lecker aus. Damit geht der Schmeckcheck an dich! Hey! Jetzt darfst du aber auch mal probieren. Diese Frühlingszwiebeln sind grauenvoll. Das sieht aus wie Rührei.